Undercover Heinrich ist hier am Start immer noch. Ja, wir sind immer noch im Kloster und versuchen herauszufinden, wo sich dieser Pius aufhält. Und wir haben mit diesem Lukas schon gesprochen. Der Lukas, der mir äußerst verdächtig einfach vorkommt, weil er einfach, ja, der nichts von sich preisgibt. Das ist mir wirklich sehr verdächtig. Der Konstantin, der ist so, ja, der will auf jeden Fall raus hier wieder. Der Joachim ist der Älteste und sozusagen der übelste Streber. Keine Ahnung. Und der Antonius ist auch ein Streber, aber der, ich würde sagen, an dem können wir am meisten vertrauen. Deswegen werde ich ihn direkt mal darauf ansprechen. Ich muss etwas gestehen. Ich bin zwar kein Pfarrer, aber nur zu. Wird sowieso nichts Tragisches sein. Ich suche nach einem Dieb. Er war am Überfall auf das Gestüt in Neuhof beteiligt. Ach wirklich? Wer bist du, dass du dich so dafür interessierst? Das ist unwichtig. Warum erzählst du mir das eigentlich? Was willst du von mir? Du könntest mir helfen, ihn zu finden. Den verschwundenen Dieb? Wenn ich etwas wüsste, würde ich es dir sagen, ehrlich. Wenn, dann muss es einer der Novizen sein. Ich habe erst kürzlich von dem Vorfall in Neuhof erfahren und all die anderen Brüder sind schon viel länger hier. Ich weiß. Abgesehen von mir gibt es nur vier Novizen. Aber noch weiß ich nicht, welcher es sein könnte. Drei. Bitte lass mich aus dem Spiel. Und du hast recht, es könnte jeder sein. Niemand weiß etwas über Lukas. Konstantin könnte sonst wer sein, nur kein Mönch. Und Joachim ist ein schleimiger Wurm. Es würde mich nicht überraschen, wenn er am Massaker beteiligt war. Je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger kann ich ihn leiden. Er ist eine spitzfindige Ratte und würde alles tun, um sich einzuschleimen. Wenn ich mir vorstelle, dass er dort war, bekomme ich Gänsehaut. Ist Joachim Pius? Fragezeichen. Okay, ihn hätte ich jetzt eigentlich gar nicht so eingeschätzt. Ich bin doof. Ich bezweifle, dass er es war. Ja, ich weiß nicht. Ich bezweifle, dass er es war. Nur sag den anderen bitte kein Sterbenswörtchen. Keine Sorge, mein Freund. Ich schweige wie ein Grab. Ich wüsste gerne, was du über die anderen Novizen Oh, denkst. Rede kurz verbessert. Was weißt du über Lukas? Schwer, etwas über ihn zu sagen. Wir wissen kaum etwas über ihn, weil er mit niemandem spricht. Er arbeitet, isst, schläft und sonst nichts. Es hat den Anschein, als wolle er es so schnell es geht hinter sich bringen. Mit S meine ich sein Leben. Also, wenn es nicht der Lukas ist, dann weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt, ja. Das ist alles. Danke. Obwohl, Ich wüsste hatte gerne, ich. was du über die anderen. Was ist mit Joachim? Stell dich gut mit ihm. Wenn du dir Feindseligkeiten ihm gegenüber anmerken lässt, macht er dir das Leben zur Hölle. Er ist ein schleimiger Pedant, der dich sofort bei den Höherrangigen verpetzen würde. Alles klar, Ich erst die schätze, Petze. sobald er sein Noviziat beendet hat, will er zumindest zum Cercator aufsteigen, damit er andere herumkommandieren kann. Was kannst du mir über Konstantin sagen? Es gibt keinen, der weniger für das Klosterleben geeignet ist. Du kennst den jungen Herrn Capon nicht. Ich habe ein paar Dinge gehört. Konstantin muss wie er gewesen sein. Prügeln, saufen und Unzucht treiben. Doch dann landete er hier. Weshalb ist er im Kloster? Das weiß niemand. Vielleicht versteckt er sich vor etwas. Vielleicht wurde er bestraft. Denkst du, er hat ein Geheimnis? Haben wir das nicht alle? Aber im Gegensatz zu den anderen schweigt er wie ein Grab über sein Leben vor dem Kloster. Aber er hat ja uns ja erzählt, der Konstantin, wegen. Mehr wollte ich nicht über ihn wissen. Also er ist die Petze, also Joachim ist die Petze. Das ist alles. Danke. Dem werden wir gar nichts erzählen. Als du. Pass besser auf, Bruder. So, wo ist denn jetzt hier? Lass mich in Ah, Ruhe. Ich verdammt. will schlafen.
nehme natürlich hier dieses gute Bett. Ich setze mich erstmal. Ich will mal ganz kurz hier. Oh, ich sehe nichts! Kein Licht! Ich dachte, ich könnte Alltag lesen, aber nun gut, dann muss ich mich halt. Gott sei mit dir. Hier hinstellen, damit ich überhaupt was lesen kann. So, an die Novizen dieser Zeitplan beschreibt die täglichen Tätigkeiten, denen ihr während eurer ersten Jahre in unserem Kloster nachkommen sollt. Ordnung und Disziplin sind die Grundpfeiler, auf denen der Benediktinerorden, du läufst doch gegen mich, fußt. Jegliche Missachtung dieses Zeitplans folglich versehen mit einem Ausrufezeichen wird mit Einzelarrest zur Disziplinierung bestraft. Falls ihr innere Einkehr sucht, so könnt ihr euch euren Gebeten und Studien zur Essens- und Schlafenszeit widmen. 3 Uhr morgens, Tagesbeginn. Morgen 4 Uhr morgens, Morgengebet. 6 Uhr morgens, Gemeinschaftsessen. 8 Uhr morgens, Arbeit in der Werkstatt der Brüder, zugeteilt von Bruder Nevlas. 12 Uhr, Arbeit in der Bibliothek, zugeteilt vom Bibliothekar. Nachmittagsgebet. Okay. Vesper. Komplett Freizeit vor dem Zubettgehen. 9 Uhr Schlaf und nächtige Ausgangssperre. Gelobt sei Jesus Christus. Bam, bam. Okay. Es ist. Okay, ich werde jetzt schlafen. Wann? Um 3 Uhr ist Tagesbeginn oder was? Ich kann auch sagen, ich schlafe, ja. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss kurz mal was trinken. Oh mein Gott. Also alles deutet einfach darauf hin, dass der Lukas der Prius ist. Aber er hat ja eigentlich gesagt, ich habe ihn ja direkt gestellt. Ich muss mal gleich nochmal in den Questlog gucken, ob da irgendwie noch was Neues drin steht. Ob ich irgendwie was vielleicht verpasst habe oder so. Irgendwas, was ich nicht mitbekommen habe. Oh mein Gott. La 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 la. Okay, ich kann es lesen. Ich ducken und dann lesen. Oh, danke. Tagesbeginn. Morgengebet. Also um 4 müssen wir zum Morgengebet sein. Ich bin der Erste, der wach ist, wirklich. Lass mich in Ruhe. Die wachen jetzt ja alle auf. Ich warte mal. Ich muss mal gucken. Das ist Novize Lukas. Das ist Novize Konstantin. Und da hinten ist der Novize Joachim. Okay, es regnet draußen, oder was? Oh Gott. Grafik.
Ich könnte ja die Leute bestehlen, ne? Es ist so ruhig. Hier ist ein Mönch. Es ist gleich 4 Uhr. Nee, ich probier's noch nicht. Das ist mir zu heikel. Ey, ist der Stand um 3 Uhr, ist Tagesbeginn und die schlafen hier noch. Was soll denn das? Was zur Hölle ist nur los hier? So ist es gleich 4 Uhr morgens und bin ich der Einzige, der wach ist jetzt. Ja, ich muss mich mal ganz kurz strecken. Unglaublich. Es fängt jetzt langsam an zu stürmen draußen, oder was? Ich guck mal ganz kurz in den Questlog. Leg dich schlafen. Hab ich doch! Aktuell aufgelegt, leg dich schlafen, hä? Dann lege ich mich nochmal schlafen. Ich hoffe, dass ich automatisch wach werde, oder was? Oder auch nicht? Ja, das Morgengebet verschlafen, ne? Wirklich. War doch die Quest zu verarschen oder was? Alle. Hä, auf einmal sind alle weg, ja? Wollen die mich verarschen? Wo war die Halle? Okay, wie lange muss ich das noch ertragen? Oh mein Gott. Wie soll ich denn... Ich auch ich missachte den Tagesplan.
Okay, wie lang? Ich lese immer. So. 6 Uhr morgens, Gemeinschaftsessen. Arbeit in der Werkstatt. Der Brüder, zugeteilt von Bruder Nevlas. Oh Gott. Enomini Patre e Spiritu Sancte. Amen. Oh Gott. Okay, vorbei. Gott allmächtiger. Schweigeminute oder was hier? Ich guck mal kurz in den Questlog. Begib dich. Ja, bin ich doch. Ich bin. Okay, oh Gott. Pass auf, wo du hingehst. Ich stehe doch nur hier rum. Hallo? Was ist denn hier los? Okay, wir haben es gleich 6 Uhr. 2 Stunden. Salve, Domine. Ja. Okay, ich warte, bis die Novizen jetzt hier erstmal loslaufen oder was. Einer nach dem anderen. Rührt euch, oder was hier? Oh Gott, ey. Ey, wenn ich das jetzt den ganzen Tag machen muss, ey, ist das ja super ätzend. Wie soll ich denn herausfinden, wer jetzt wer ist, wenn ich hier so einen Zeitplan habe, ja? Oh mein Gott. Ja, okay, wir rühren. Oh. Warum so in Eile? Alter. Speise mit den anderen. Ah, Egon. Das ist der Streber. Erzähl mir von den anderen Novizen. Was weißt du über Lukas? Niemand weiß viel über ihn. Ein stiller Junge. Wenn du mich fragst, hat er etwas zu verbergen? Ich an deiner Stelle würde mich von ihm fernhalten. Hast du denn einen Grund, ihn zu verdächtigen? Viele und doch keine. Die Zirkatoren verachten ihn und sie würden gewiss nie jemandem ohne Grund bestrafen. Was kannst du mir über Konstantin sagen? Er hat immer ein Lächeln auf den Lippen und viele Freunde, aber ich finde nicht, dass er hierher gehört. Er verbringt zu viel Zeit mit Träumereien und vernachlässigt seine Pflichten. Ich frage mich, warum er noch hier ist. Wenn es nach mir ginge, hätte ich ihn längst hochkant rausgeworfen. Das klingt, als hättest du nicht viel für ihn übrig. Ich traue ihm nicht mal so weit, wie ich ihn werfen könnte. Okay, das hatten wir schon gehört. Pass auf, wo du hingehst. Ich habe beunruhigende Dinge über dich gehört. Dass was, du nichts was? Als Lügen erzählst und jemanden suchst. Was hast du zu diesen Anschuldigungen zu sagen? Wer bist du wirklich? Alles abstreiten. Dazu habe ich nichts zu sagen. Wenn ich nicht ich bin, bist du nicht du. Und das bedeutet, dass wir gerade nicht miteinander reden. Schluss mit diesem Unfug. Sag mir, wer du bist und wonach du hier suchst. Ich bin Karl und wurde von meinem Vater hierher beordert. Wonach ich hier suche? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich kann prüfen, ob du tatsächlich der Karl bist, den wir erwartet haben.
Wenn dem so ist, Antonius. Und die Vorwürfe werden fallen gelassen. Doch bis dahin wirst du von den anderen getrennt. Nee, Blödsinn. Nicht Antonius. Ich hatte mit Antonius gesprochen und mit Bruder Lukas. Also Lukas könnte mich verpetzt haben. Okay, ich werde jetzt hier... Was? Ich komme jetzt in die Strafkammer oder was hier? Oh, ich sitze im Kerker. Natürlich sitze ich im Kerker. Oh mein Gott. Das Mönchsleben ist nicht einfach. Oh mein Gott. ...24 Stunden. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass Antonius mich verpetzt hat. Ich glaube schon, dass es der Lukas war. Schwierig. Äußerst schwierig. Oh, leg dich schlafen. Während ich eingesperrt war, hörte ich ein Poltern im Keller. Der Kerl muss sturzbetrunken gewesen sein. Was da wohl passiert ist? Okay, neue Quest. Vielleicht war das sogar gut. Sprich mit dem Kellerer. Er kann vielleicht einige nützliche Dinge beschaffen. Finde heraus, was im Keller vor sich geht. Wie viel Uhr haben wir es denn? Wir haben 4 Uhr. Problem. Ich muss jetzt erstmal... Ich muss erst zum Morgengebet. Mein Sohn bekam deshalb bereits den Stock zu spüren. Aber wenn ich den Teufel in die Finger kriege, mit dem er das ausgeheckt hat, drehe ich ihm seinen verfluchten Hals um. Beruhig dich, Herr. Du bist hier in einem Kloster. Eine Unverschämtheit hilft ihm zu fliehen und gibt dann vor, er zu sein. Gewiss ist dies ein unglücklicher Vorfall. Doch es besteht kein Grund, sich aufzuregen oder zu fluchen. Wir kümmern uns darum. Das ist er. Haltet ihn auf! Nein! Oh, wir sind aufgeflogen! Nein! Scheiße. Wenn ich Julius jetzt nicht töte, dann nie. Ich weiß doch noch nicht, wer ist. Besser auf, Bruder. Oh Gott, nein. Ich wollte doch nicht. Ich drücke doch. Ich habe Meldungen gehört, dass du Schlägereien provozierst. Was? Das ist hier nicht erwünscht, Junge. So schnell wirst du die Sache nicht vergessen. Um das zu bereinigen, musst du einiges hinlegen. Ich habe kein Geld mehr. Mein ganzes Geld ist weg. Warum so ein Aktpass besser? Eilst du zum Gebet? So viel habe ich nicht. Tja, dann geht's eben in den Kerker. Du machst einen großen Fehler. Aha. Wenn du wüsstest, wo du dein... Hältst ja, du ja. Als du zum Gebet... Dann der Kerker. Dort wird's dir gefallen. Ja, ja. Oh Mann. 10 Tage, oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, vielleicht hätte ich ja doch... Oh mein Gott. Ich hätte vielleicht doch mehr mit denen quatschen sollen, um mehr ausschließen zu können. 4 Leute. Der natürlich, wenn der Novize Lukas mich verpetzt haben sollte, wäre es natürlich am besten für ihn, weil dann er erstmal in Sicherheit ist. Richtig? Richtig. Oh Mann. 10 Tage im Gefängnis.
Oh, im Kerker, ey. Wie in der Schlägerei, ja? Im Kloster. Oh Mann. Und so schnell ist unsere Tarnung aufgeflogen. Daka, ching, putsch. Und natürlich, die Zeit war ja auch wiederum begrenzt, richtig, weil... weil ich mich ja für den anderen ausgegeben habe. Und natürlich, wenn der Vater, was er ja mitbekommen hat, herausgefunden hat, somit, ach, verflixt, ey. Ey. Das kann doch nicht wahr sein jetzt hier. Mein Gott, ja. Naja, wisst ihr was? Wir chillen jetzt erstmal hier weiter im Kerker und ich guck mal, was dann nach dem Kerker passiert, was für Möglichkeiten wir überhaupt noch haben, um diesen Pius ausfindig zu machen und ihn doch irgendwie zu beschützen. Ich will ihn ja nicht umbringen, ich will ihn ja beschützen vor den Leuten. Na dann. Bis zum nächsten Mal erstmal. Ciao.